Autos mit Namen und Eigenschaften von Kampfstieren baut nur eine Firma. Aventador, Gallardo, Murciélago sind bei Lamborghini Modelle und Programme. Antriebstechnik, Form, Konstruktion, Performance und handwerkliche Fertigung. Bei einem Lamborghini ist alles radikal, extrovertiert, grenzenlos bis an den Rand der Anmaßung. 10 oder 12 Zylinder, Leder, Carbon und Leichtmetall. Geschwindigkeiten über 300 Stundenkilometer gehören zur Serienausstattung. Wie Quartetts von armdicken Auspuffrohren für den unverwechselbaren Sound der extremsten Autos der Welt. Lamborghini ist ein mittelständisches Unternehmen in Sant'Agata Bolognese im Herzen der Emilia-Romana. Sauber wie ein Kreissaal, mehr Werkstatt als Fabrik, präsentiert sich das Werk. Wer hier zum bedächtigen wie konzentrierten Wachsen und Gedeihen eines von rund 10 neuen Lamborghinis am Tag beiträgt, ist ein Könner seines Fachs, der gerne Fließbändern, Arbeitstakte und Roboterkollegen den Vortritt für den Bau der Polos, Puntos und Primeras dieser Autowelt den Vortritt gewährt. Wie das bei Lamborghini funktioniert, erklärt am besten der Chef persönlich. Hier in Sant'Agata haben wir ungefähr 850 Mitarbeiter, also Forschung und Entwicklung, Produktion, Einkauf, Vertrieb, Finanzen, Personal, ist alles hier im Haus und deswegen ungefähr zwischen direkten und indirekten 850 Mitarbeiter. Wir können nicht ohne Qualität arbeiten. Das gehört mit zu den Grundwerten dieses Unternehmens. Es fängt natürlich schon bei der Forschung und Entwicklung an, über die Auswahl unserer Zulieferer und natürlich dann auch bei der Produktion. Wir sind zwar ein Automobilunternehmen, haben aber in einer kleinen Skala eine ganz andere Komplexität als die großen Hersteller und auf der anderen Seite natürlich auch gegenüber der Luxusindustrie wie Juwelen oder Mode einen ganz anderen Lebenszyklus und natürlich auch viel höhere Investitionen. Und das macht die ganze Sache durchaus komplexer. Dieser Komplexität huldigt bereits die Konstruktion. Mit modernsten CAD-Rechnern entsteht das technische Gerüst der Modelle, das die Produktion mit allen Sonderwünschen der Kunden konsequent umsetzt. Ja, wir sind bestimmt eine Marke, die sehr klar positioniert ist, mit dem Claim extrem kompromisslos und italienisch. Das hat sich durchgesetzt. Unsere Fahrzeuge sind tiefer und breiter und scharfer designt als die der Konkurrenz. Und natürlich haben wir im Verbund des Volkswagen-Konzerns auch eine ganz klare Positionierung, nämlich der einer extremen Supersportwagenmarke. Inzwischen ist Asien oder China unser zweitwichtigster Markt. Der gesamte asia-pazifische Raum ist wichtiger geworden als Europa oder Nordamerika. USA ist immer noch der größte Markt für Lamborghini, auch wenn wir glauben, dass per Ende dieses Jahres China der wichtigste sein wird. Der Luxusmarkt ist schnelllebiger geworden, auch bei den Supersportwagen, und es gibt mehr Konkurrenz. Und wir glauben, dass die Anzahl der verkauften Fahrzeuge erst 2012, 2013 zu dem Hoch von 2007 zurückkehren wird. Zum Frühjahr 2011 erfolgte eine grundlegende Umstellung in der Fertigung bei Lamborghini. Nachdem seit 2001 in fast 10 Jahren genau 4.099 Exemplare des Murciélago entstanden waren, erfolgte die Neuausrichtung auf den Nachfolger Aventador, der nunmehr neben dem Gallardo mit unverbrüchlicher Sorgfalt montiert wird. Ganz sicher ein revolutionäres Fahrzeug. Wir haben dort alles verändert, was irgendwie möglich war und möglich ist. Normalerweise arbeitet man am Design und vielleicht am Motor. Wir haben ein neues Design, ein komplett neues Chassis mit einem anderen Material, also mit Kohlefaser, einen komplett neuen Motor, ein Getriebe, was nur für dieses Fahrzeug entwickelt wurde und andere Radaufhänger. All das zusammen macht das natürlich ein waghalsiges Unterfangen. Aber wir wollten das, weil wir für das nächste Jahrzehnt uns wieder als Benchmark etablieren wollen in der Supersportwagenszene. Gibt es nur einen Grund, an den Worten Stefan Winkelmanns zu zweifeln? Schon die erste Inaugenscheinnahme des neuen Aventador macht klar, hier steht der Supersportler, der für Jahre die Maßstäbe setzen wird.
Mit seinen messerscharfen Linien ducken sich gerade 1136 mm tief geballte Kraft auf 4780 mm Länge und riesige Räder mit 20 Zoll Durchmesser. Design ist das eine herausragende Merkmal des Aventador, Dynamik sein überragendes. Dafür entstand ein komplett neuer V12 mit 6,5 Liter Hubraum, variablen Nockenwellen und Trockensumpfschmierung, der 700 PS bei 8250 Umdrehungen bereitstellt. Seine fahrdynamischen Versprechen löst der Mittelmotorbolide bereits auf den kleinen Land- und Nebenstraßen um Santa Agata Bolognese ein. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Murcielago oder Diablo benimmt sich der Aventador auch im Bereich urbaner Arenen weniger wie ein wilder Stier, als auf Bedarf auch wie ein braves Kälbchen. Will heißen, selbst für einen Überlambo ist Alltagstauglichkeit kein absolutes Tabuthema mehr. Ein für alle Mal, bei den nach oben öffnenden Seitentüren handelt es sich um Scherentüren, nicht um Flügeltüren. Die Designsprache mit scharfen Linien und Kanten findet sich in allen Details der Karosserie wieder. Scheinwerfereinheiten, Seitenspiegel, Kühllufteinlässe. Gerade diese konsequente Verfolgung der einmal gewählten Designlinie lässt den Aventador so ausgewogen und harmonisch in seiner Gestaltung wirken. LP 704 steht für Longitudine Positione, also längs eingebauter Motor, die PS-Zahl 700 und die 4 für die Zahl der angetriebenen Räder. In Zeiten, in denen die Autoindustrie sich vor der Elektromobilität fürchtet, ist das Heck des Aventador mit dem riesigen zentralen Endrohr ein wirkliches Statement. Optisch versteckt sich der V12 dezent hinter Kohlefaserzierrad. In der Vergangenheit war die Höchstgeschwindigkeit an erster Stelle, gefolgt von der Beschleunigung und dann von dem Handling, also von dem Fahrverhalten. Heute hat sich das umgedreht. Heute sehen wir, dass das Fahrverhalten, das Handling, das Wichtigste ist, was für eine Marke wie Lamborghini steht. Und natürlich dann von Beschleunigung gefolgt und erst an letzter Stelle von Höchstgeschwindigkeit. Also ist Leichtbauweise, also die Gewichtsreduzierung, eines der Schlüsseldinge, um das zu erreichen. Und ein gewollter Nebeneffekt ist natürlich auch die Reduzierung der CO2. Es tut dem Aventador keinen Abbruch, sich in puncto Umweltkompatibilität nach dem Zeitgeist zu orientieren. Schließlich macht sich das deutlich reduzierte Gewicht in der Praxis schon auf den ersten Metern bemerkbar. Der 2,3 Meter breite Bolide liegt wie das sprichwörtliche Brett auf der Piste und folgt lampfromm und präzise den Lenkbefehlen. Mit leisem Grummeln der 12 Töpfe im Heck der Passagiere akzeptiert er zudem jede Beschränkung, die der Gesetzgeber für den innerstädtischen Verkehr ausgeheckt hat. Für den Torero, der diesen Stier am lederummantelten Volant bändigen darf, gewinnt der Begriff Cockpit im Aventador seine wahre Bedeutung zurück. Kampfstier und Kampfjet vertrauen auf eine verwandte Ergonomie, wenn sie ihre Bahnen ziehen und dann den Nachbrenner zuschalten. Da bei Lamborghini das Zeitalter des Aventador angebrochen ist, darf sich der Vorgänger Murcielago in dieser Geschichte gebührend verabschieden. Mit einer gemeinsamen Ausfahrt, zu der auch ein Gallardo geladen wurde. Eine Begegnung zweier Supersportler in Kampfstier Schwarz. Zwischen 2001 und Anfang 2011 verkörperte der Murcielago das Alpha-Tier unter den hochgezüchteten Supersportwagen im Wappen des Stiers. 12 Zylinder, 6,5 Liter Hubraum, 640 PS und Allradantrieb waren die wichtigsten Eckdaten des Mittelmotorautos. Vom Konzept her unterschied sich der Murcielago damit nicht vom Aventador. In puncto Leistung und Performance repräsentierte der Murcielago den schieren Überfluss. Alltagstauglichkeit stand da nicht an erster Stelle im Lastenheft für die Entwickler. Alleine die Breite von 205 cm legt dem Murcielago auf engen Landstraßen oder in der Stadt feste Zügel an. Die Übersichtlichkeit der Karosserie geht gegen Null. Ist er zu stark, bist du zu schwach. Auf Pisten mit engen Kurven gibt es gelenkigere Sportwagen als den Murcielago.
Seine Breite, der relativ lange Radstand von 2665 mm und gut 1700 Kilo Kampfgewicht stehen zwischen ihm und kartartiger Kurvenkunst. Die keramischen Bremsen verzögern den Morphier-Lago wie ein Fanghaken den Kampfjet am Deck des Flugzeugträgers. Die passende Antwort negativer Beschleunigung für den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 in 3,2 Sekunden. Der 2003 präsentierte Gallardo folgte dem Morphier-Lago fast 8 Jahre lang als Schatten, nicht im Schatten. Der Mittelmotor-Zweisitzer verführt unbeirrt mit einem V10, 5,2 Liter Hubraum, 560 PS und Allradantrieb. Kompaktere Maße und 200 Kilo weniger Gewicht als beim Morphier-Lago sorgten für einen Patt bei den dynamischen Qualitäten beider Lambos. Der Gallardo ist genauso Supersportwagen, aber mehr Multitalent als der ehemalige große Bruder. Mit seinen kompakteren Außenmaßen gibt er sich auch handlich auf engen Straßen, handsam in der Stadt und ausreichend komfortabel für die lange Reise. Wie den Murcielago bietet Lamborghini den Gallardo sowohl als geschlossenes Coupé wie als Cabrio mit Stoffdach an. Für die offenen Varianten spricht vor allem der Genuss beim Lauschen der Motoren. In der Welt des Films verhielt sich Gallardo zum Murcielago wie Blockbuster zum Monumentalstreifen. Allradantrieb und fahrdynamische Regelprogramme bescheren auch dem Gallardo eine makellose Traktion beim Beschleunigen. Die Familienähnlichkeit bei den beiden Sportwagen ist Programm und Strategie, die der Aventador nahtlos übernommen hat. Die von Lamborghini präferierte Formensprache aus straffen Linien und scharfen Kanten zeichnet beide Supersportwagen mit eindrucksvoller Konsequenz aus. Das sichert Eigenständigkeit und Exklusivität. Jeder Lambo ist unverwechselbar, vor allem im direkten Vergleich mit einem Ferrari. Das ist besonders wichtig. Karosserieöffnungen fallen expressiv aus. Die riesigen Bremsen, die gigantischen Motoren gieren nach Unmengen Luft zum Kühlen und Atmen. Die irre Leistung erfordert für gute Bodenhaftung hohe Antriebswerte der Karosserie. Beide Lambos genügen diesen Anforderungen ohne aufdringliches Spoilerwerk an Front und Heck. Das spricht für die aerodynamische Qualität der Grundformen. Erst bei höheren Geschwindigkeiten reckt sich ein Spoiler aus dem Heck, um noch mehr Abtrieb zu generieren. Wenden wir uns noch einmal dem Morphier-Lago zu. Er repräsentierte bereits im Stand das Denkmal des ultimativen Supersportwagens. Die Karosserie wirkt weniger geformt als gehauen. Rund 4,6 Meter streckt sich die keilförmige Silhouette. Wer bei einem Lamborghini wenigstens am Rande nach einem Hauch Ergonomie, einem Quäntchen Übersichtlichkeit oder einer Prise Alltagstauglichkeit schielt, wird eher beim Gallardo landen. Seine Rolle als Topmodell unterstrich der Morphier-Lago mit exzentrischen Attitüden. Dazu zählten die seitlichen Öffnungen in der C-Säule. Bei erhöhtem Luftbedarf des Motors fahren sie aus. Bei den Materialien repräsentierten Kohlefaser im Bereich der Karosserie und Keramik für die Bremsen unverändert zeitgemäße Technik vom Allerfeinsten. Bei jedem Lambo thronen Monumente des Maschinenbaus als Antriebe unter verglasten Heckklappen. Hingucken ist ausdrücklich erwünscht. Der Morphier-Lago blickt auf eine lange Tradition bei Lamborghini zurück. Er steht am Ende einer Reihe von Supersportwagen, die mit ihren Formen und dem Leistungsangebot Legenden schrieben. Seine Vorgänger waren Miura, Countach und Diablo. Wer dem Locken eines Morphier-Lago erlegen war, musste zum Ende seiner Ära rund 300.000 Euro auf die Seite gelegt haben. In knapp 10 Jahren Bauzeit trafen mehr als 4.000 Entschlossene die Entscheidung, diesen automobilen Stier bei den Hörnern zu packen. Nur wenige werden diesen Entschluss bereut haben. Dass der Nachfolger Aventador stärker, leichter, schneller und sparsamer ist als der Morphier-Lago, liegt in der Natur der Sache. Auch beim Bau von Supersportwagen gilt die Regel, das Bessere ist des Guten Feind.
Doch die Exzentrik des Maßlosen bleibt im Falle des Murphy-Lago unschlagbar. Mit ihm verabschiedete sich auch eine Tradition des Antriebs. Sein V12 ging noch auf den des ersten Lambos, den 350 GT von 1964, zurück. In über 4 Jahrzehnten Entwicklung hatte sich die Leistung von 280 auf 670 PS beim LP 670 4SV von 2009 mehr als verdoppelt. Dieser Motor war gleichermaßen Ausdruck von technischem Genie wie von Auflehnung. Konstruiert hatte den V12 Giotto Bizzarini bis 1963, Cheftechniker bei Ferrari und verantwortlich für den unsterblichen 250 GTO. Bizzarini überwarf sich mit Ferrari, wie sich bereits Ferruccio Lamborghini mit Ferrari überworfen hatte. Wie die Marke wurde somit auch der Motor Ergebnis der Auflehnung gegen Ferrari. Daran hat sich bis zur Abschiedsvorstellung des Murphy-Lago nichts geändert. Schwarz, Gelb, Orange oder Giftgrün sind seit jeher die Farben eines Lambos. Nur bitte nicht rot. Dass sich heute überhaupt noch die Faszination des Fahrens in einem Lamborghini erleben lässt, wahlweise mit dunklem 12-Zylinder-Grollen oder eher heißerem V10-Kreischen im Rücken, ist auch glücklichen Umständen zu verdanken. Eigentlich war Ende der 90er des letzten Jahrhunderts die Pleite Lambos kaum mehr abzuwenden. Wenn nicht Audi das Ruder übernommen hätte, wäre Lamborghini nur noch eine von vielen Geschichten gescheiterter Sportwagen-Labels wie Iso, Bizzarini, Facel oder De Tomaso. Das strenge Regiment der Ingolstädter bescherte den Fahrzeugen eine nie gekannte Qualität und endlich die technische Kompetenz, die die Marke immer für sich in Anspruch genommen hatte. Das ist nun bei jedem Meter zu erleben und zu genießen. Gleichgültig, ob hinter dem ledernen Volant des aktuellen Gallardo oder hinter dem des nunmehr pensionierten Murphy-Lago. Der darf nun nach der letzten Ausfahrt wie seine Vorgänger zur Ikone reifen. Sant'Agata Bolognese, 7300 Häupter zählende Kleinstadt in der Provinz Bologna, bietet dem Touristen keinerlei lohnende Zielpunkte. Wäre da nicht Lamborghini der größte Arbeitgeber, würde kaum je ein Reisender in Sant'Agata verharren. Doch dank der weltberühmten Automarke verwandelt sich der Ort regelmäßig in die Gemeinde der weltgrößten 12-Zylinderdichte. Immer dann, wenn sich die Fans der Marke im Werk treffen. Wenn sich Parkplätze mit Lamborghinis füllen, wie die Abstellflächen bei Aldi vor den Weihnachtsfeiertagen, ist schon ein Hubschrauber erforderlich, um eine erste Bestandsaufnahme vorzunehmen. Macht hoch die Scherentüren, wenn Lamborghini das Werkstor aufmacht. Seit dem Countach ist es das Privileg der 12-Zylinder bei Lamborghini, den prinzipiell eng geschnittenen Innenraum mit diesen extrovertierten Zugangslösungen zu öffnen. Im Alltag exklusiv für Fahrer und Beifahrer. Beim großen Treffen im Werk auch der unverhohlenen Neugier, die an einem solchen Tag mit ungezählten Terabytes elektronischer Bildspeicherkapazitäten gelöscht werden darf. Unterhalten sich Lamborghini-Fahrer über Autos, ist Fachsimpeln eigentlich nicht der angemessene Ausdruck, diese Gesprächsform zu beschreiben. Es sind vielmehr Expertengespräche zwischen Menschen, die Autos mit den einzigen 12-Zylinder-Motoren fahren, die auf ihren Abdeckungen nicht nur die Modellbezeichnung, sondern auch die Zündfolge ihrer Dutzendware kommunizieren. Wie beispielsweise der Diablo, der ausnahmsweise rot ist, aber wahrscheinlich nur um den Nachbarn zu ärgern, der kurz zuvor mit einem Ferrari Testarossa vorgefahren ist. Der Dresscode für einen Lamborghini erlaubt farblich größere Toleranzen als der jeder anderer Sportwagenmarke. Das fördert beim Publikum eines Treffens die Sammelleidenschaft auf Video und reichert den Gesprächsstoff an. Besonders die 2903 zwischen 1990 und 2001 gebauten Diablos provozieren ihre potenziellen Eigner zu exzentrischen Lackexzessen in allen denkbaren Spielarten metallic-basierter Spezialtöne. Das lassen wir einfach mal unkommentiert wirken. Der Name heißt Lamborghini. GH ist immer G auf Italienisch.
Gallardo ist richtig. Ja, es ist ein spanischer Name. Auch dieser kommt von der Stierwelt, also aus der Welt der Corrida. Und man nennt ihn Gallardo. Man nennt die zwei L's nicht. Murciélago, da ist nämlich ein Apostroph auf dem E, also nennt man es Murciélago. Estoque, ja, geschrieben Estoque, aber man spricht es Estoque aus. Welcher? Der Countach? Der Countach war das ist ein piemontesischer Ausdruck und der zeugt von Verwunderung. Man hat gesagt, dass ein Designer aus dem Team sich so gewundert hat, dass er diesen Ausdruck benutzt hat, um seine positive Verwunderung auszudrücken. Zwischen extrovertiert und provokativ changiert spätestens seit dem Countach die Formensprache bei Lamborghini. Nichts blieb tabu bis an die Grenzen des guten Geschmacks. Hutzen und Kühlöffnungen wie Einfahrten zu U-Bahn-Tunneln. Auspuffbatterien wie für einen Dragster oder Flügelwerk, das auch ausgereicht hätte, einen Stealth-Bomber in die Lüfte zu tragen. Hätten sich die Lambos jener Tage Frauengestalten zum Vorbild genommen, dann nach der Devise »Lieber Cicolina als Lady Diana«. Im smarty-bunten Treiben der Lambo-Herde weiden auch die Exoten und Raritäten. Ein Miura SVR beispielsweise oder die raren 70er-Jahre V12-Coupés Jarama oder Espada. Was die Vielfalt der um die ausgewiesenen Parkplätze ringenden Lambos bei einem solchen Treffen vereint, ist technisch und optisch makelloser Pflegezustand. Um jedem prüfenden Blick standhalten zu können. Seit dem Erscheinen des Gallardo rücken nun auch 10-Zylinder in den Fokus. Weibliche Lambo-Fans waren eher selten als Streberinnen in ihrem Klassenverband verschrien. So extrovertiert die Karosserie eines Lambos ausfallen mag, unter dem Blech thront mit der Würde alter Monarchen Antriebstechnik vom Feinsten. Unverzichtbar für den Fahrspaß und das Gefühl, mit einem Lamborghini nicht nur einen Supersportwagen, sondern auch ein ganz besonderes Lebensgefühl zu bewegen. Natürlich bildet das Werk mit seinen Fertigungsanlagen und dem feinen Museum einen würdigen Rahmen für die großen Treffen der Markenfreunde. Aber auch, weil Italiener in ihrem Herzen den Hang zur Neidgesellschaft zu bannen wissen. Auch wenn sie keinen Lambo besitzen und sich mit der Rolle von Zaungästen begnügen müssen, vermögen sie sich am Defilé der Boliden zu erfreuen. Den Überblick über ein paar hundert Lamborghinis behält sowieso nur derjenige, der weiß, wie man wirklich abhebt. ...1998 übernahm Audi die italienische Manufaktur. Seitdem fährt Lamborghini auf Erfolgsspur. Die Fertigung ist eine Mischung aus Hightech und Handwerkskunst. In klinisch sauberen Hallen fügen hochqualifizierte Spezialisten an jedem Arbeitstag maximal ein Dutzend Fahrzeuge zusammen. Die Dienstkleidung ist einheitlich. Schwarz, immer proper und sauber wie die Hallen. Und natürlich mit kleinem eingestickten Firmenemblem. Stier statt Krokodil. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 850 Mitarbeiter am Standort Sant'Agata. Wo heute Lamborghini draufsteht, steckt eine Menge Audi drin. Die Karosserien aus Leichtmetall entstehen nach dem Spaceframe-Verfahren, wie beispielsweise der A8 in Neckarsulm. In der Montage bei Lamborghini erhalten die korrosionsfreien Konstruktionen aus Leichtmetall dann Schritt für Schritt ihre technische Ausstattung.
Beim 560 PS starken Gallardo zählen dazu beispielsweise Dämmeelemente aus komplex geschichteten Matten, die die Passagiere vor Lärm und Vibrationen schützen sollen. Die Rohkarosserie verfügt bereits über die Aufnahmen für die Fahrwerksaushängung oder die Öffnungen für die Kabelbäume. Die Motoren baut Lamborghini komplett selbst. Sowohl den 5,2 Liter V10 für den Gallardo, wie auch der 6,5 Liter V12 für den Aventador fügen die Spezialisten Teil für Teil von Hand zusammen. Nach einer umfangreichen Prüf- und Einlaufprozedur erfolgt der behutsame Einbau in das vorbereitete Chassis. Mit Ruhe, Gefühl, Erfahrung und Augenmaß. Nicht nach vorgegebenem Zeittakt. Wie bei der komplexen Verkabelung eines Gallardos sitzt jeder Handgriff. Der Komplexität der Produkte und dem inzwischen selbstverständlichen Anspruch an Qualität ist eine Bandgeschwindigkeit geschuldet, die sich eher an der von Gletscherbewegungen orientieren darf. Die Atmosphäre in der Montage bei Lamborghini ist stets beruhigend, sachlich und professionell. Für jeden Montageschritt, für jeden Einbau einer spezifischen Komponente existieren präzise Werkzeuge und Lehren, die gewährleisten, dass Abweichungen allenfalls im Bereich von Millimeterbruchteilen entstehen. Ein Beispiel dafür ist die Montage der Rückleuchten. Zwei Monteure fixieren das komplett vom Zulieferer gefertigte Modul in einer Lehre an der Karosserie. Nach dem Verschrauben und dem Entfernen der Lehre sitzt die Leuchte perfekt wie alle Vorgänger und die auch derer Nachfolger. Wie gesagt, heute gelten bei Lamborghini die gleichen Qualitätsstandards wie auch bei Audi. Die mächtigen, gelochten Bremsen für jedes Rad liefert Brembo als komplette Systeme mit Scheiben, Zangen, Kabeln und Leitungen an Lamborghini. Damit die mächtigen Räder mit 19 Zoll Leichtmetallfelgen und Pirelli O-Zero Reifen eines Gallardos nicht durch Anheben per Hand mit dem Radträger verkanten, reicht eine Bühne das Rad an. Auch hier sorgt eine Lehre für die präzise Platzierung des Rades. Wenn der Monteur den perfekten Sitz des Rades festgestellt hat, zieht er die Radmuttern an. Der Schlagschrauber liefert bei jeder Mutter das exakte vorgewählte Drehmoment. Zur Montage letzter Ausstattungsdetails und zur Endkontrolle gleitet der Gallardo wieder auf einer Art Band. Und zwar mit einer so geringen Geschwindigkeit, wie er sie im späteren Leben nie wieder erreichen wird. Kein Gallardo gleicht dem anderen, wenn die strengen Blicke der Prüfer in der Endkontrolle das Ergebnis der Kollegen in der Montage kontrollieren. Bei Farbe und Innenausstattung bleibt eigentlich kein Kundenwunsch unerfüllt. Gleichgültig, ob für ein Coupé oder den offenen Spider. Nach der statischen Kontrolle darf der V10 erstmals via Startknopf zum Leben erweckt werden und der nächste Gallardo rollt auf die Piste zur weiteren Kontrolle und zum Einfahren. Lamborghini Gallardo LP 570 Quattro Superleggera. Es erfordert etwa 6 Sekunden, die komplette Modellbezeichnung des potentesten Sondermodells in der Gallardo-Familie auszusprechen. In dieser Zeit hat der 1484 Kilo schwere Zweisitzer aus dem Stand bereits Tempo 150 erreicht. Superleggera heißt superleicht. 1937 erfand die Carrozzeria Touring diese Technik im Karosseriebau. Über einen Rohrrahmen spannt sich eine Karosserie aus besonders leichten Materialien. Die Baureihe sorgt für eine Ahnengalerie mit Aston Martin DB4, Ferrari 340 oder Lamborghini 350 GTV. Für den Gallardo Superleggera lautet die Formel Gallardo minus 90 Kilo Gewicht plus 10 PS.
das Ergebnis die ultimative Fahrmaschine. Der 1165 mm hohe Keil aus Sant'Agata kennt nur eine Mission: höchsten Fahrspaß aus Leistung, Präzision und einer radikalen Kohlefaserdiät zu generieren. Der superleichte Gallardo ist bereits aus dem Stand schneller als die Polizei erlaubt. 3,4 Sekunden für 100 Stundenkilometer. Auf Wunsch sind 325 Sachen drin. 570 PS aus 10 Zylindern fallen über die 419 Zöller von Pirelli her. Der starre Heckflügel ist aus Kohlefaser. 8000 Umdrehungen pro Minute Höchstdrehzahl bedeuten 96 dBA und Gänsehaut. Der Motor ruht zum Genießen unter Plexiglas. Im Innenraum des Superleggera geht die Kohlefaser-Diät weiter. Natürlich sind auch die Sitze gewichtsoptimiert. Alcantara geht nicht mit zusätzlichen Kilos auf die Hüften des Keils. Deshalb überzieht das griffige Material den Armaturenträger und das dicke Lenkrad für perfekten Halt. Die Bedienungselemente sind klar und liegen perfekt im Griff. Eine Musikanlage braucht der superleichte Gallardo nicht. Als Geständnis an Komfort und Alltagstauglichkeit gönnt er seinen Passagieren eine Klimaanlage. Die Verarbeitung ist bis in die Details über alle Kritik erhaben. Hier zeigt sich einmal mehr deutlich, dass Audi bei Lamborghini das Sagen hat. Auf innerstädtischen Straßen ist der Gallardo Superleggera so fehl am Platz wie ein Hubschrauber im Wohnzimmer. Wenn keine abgesperrte Rennstrecke in der Nähe ist, begnügt sich der Allrad-Supersportler auch mit einer kurvigen Landstraße. Die Lenkung folgt der Kurvenlinie wie ein Schienenfahrzeug. Ein fein dosiertes ESP arbeitet in zwei Stufen. Es unterstützt den Piloten, statt ihn zu bevormunden. Mit 570 PS im Rücken ist das auch für einen erfahrenen Piloten eine beruhigende Option. Mit 90 Litern hat Lamborghini den Stauraum für das Super Plus ungefähr genauso umfangreich dimensioniert wie für das Gepäck. 100 Liter reichen für Handtücher, um den Schweiß von zwei nach der Ausfahrt zu trocknen, und die Taschentücher für ihre Freudentränen. Der Gallardo Superleggera ist ein Suchtmittel für Sportfahrer. Vor Risiken und Nebenwirkungen einer Sucht warnt jedoch kein Beipackzettel, obwohl mindestens 208.726 Euro für diesen Lambo fällig sind. Gibt es etwas Aufregenderes, als einen Lamborghini Gallardo zu fahren? Wir spielen mit dieser Frage nicht auf den Aventador an, sondern wollen den Bogen zum Gallardo Spider schlagen. Auf der IAA 2005 vorgestellt, bietet Lamborghini seit Februar 2006 auch die offene Variante des VC-Boliden an. Bei geöffnetem Dach liefert der Spider ein Meer für die Sinne, brausende Elemente und unverschämt aufregenden Sound. Auch als Spider ist ein Gallardo kantig, giftig, 560 PS stark und 320 Stundenkilometer schnell. Aber darüber hinaus mit einer noch sinnlicheren Erlebniswelt ausgestattet. Hinter die flache Frontscheibe geduckt, darf's auch offen richtig schnell sein. Richtige Rennautos haben schließlich auch kein Dach. Welcher Hersteller von Supersportwagen würde es sonst wagen, seine Schöpfungen ganz in Weiß zu präsentieren? Lamborghini traut sich das. Im Stand wirkt der Gallardo Spider wie eine Skulptur. Er würde auch in einem Museum für moderne Kunst ein bewundertes Exponat abgeben. Durch den Einfluss von Audi hat das expressive Design der Marke Struktur und Wertigkeit erhalten und sich das Spektakuläre der Haut aus Leichtmetall erhalten. Trotz Verstärkungen der Karosseriestruktur und elektrischem Dachmechanismus überspringt der Gallardo Spider gerade die 1500-Kilo-Marke. Die riesige Heckabdeckung schützt den V10 und das knappe Stoffdach, das bei Kälte und Regen den beiden Insassen Schutz bietet. Das
Das Fahrverhalten des Gallardo Spider ist makellos. Der Allradantrieb ermöglicht ultimative Traktion und Kurvengeschwindigkeiten, die auch Fahrkönner mit der Zunge schnalzen lassen. Auf der Gerade zoomt sich der Spider in 13,1 Sekunden auf 200 Sachen, als wäre das die leichteste Übung der Welt. Gepäck transportiert der Gallardo Spider praktisch nicht, aber dafür mehr Fahrvergnügen als die meisten anderen Autos. Der Spaß ist jeden der rund 200.000 Euro für diesen Lambo wert. Wenn ein Autohersteller schon beim Einstiegsmodell die Grenze von 200.000 Euro im Visier hat, verlangen die Kunden mehr als ein buntes Prospekt, um Lack- und Lederfarben wählen zu können. In dieser Preisklasse darf es gerne etwas mehr sein. Vor allem, wenn dadurch ein individualisiertes Unikat entsteht. Lamborghini bietet den Interessenten eines Gallardos via Internet eine interaktive Animation an, um die Möglichkeiten der Ausstattungspolitik zu beschreiben. Dieses Programm lassen wir einfach mal durchlaufen. Lamborghini Testfahrer. Ein Traumberuf? Der Profi gibt Antwort. My name is Mario Fasanetto. I'm a test driver in Lamborghini. Mein Name ist Mario Fasanetto. Ich bin Testfahrer bei Lamborghini. Ich arbeite in der Entwicklung und kümmere mich da um Prototypen, um die neuen Fahrzeuge, die wir in der Zukunft auf der Straße sehen werden. Ich arbeite seit 1985 für das Unternehmen. Das ist eine herrlich lange Zeit. Our factory is a good example of what can do. Unser Unternehmen bietet eine gute Gelegenheit zu zeigen, was entstehen kann, wenn italienische Handwerkskunst und die Kompetenz von Audi zusammentreffen. Wir können so etwas ganz Neues schaffen. Wir bewahren dabei unsere Identität als italienisches Unternehmen in Verbindung mit der Technik von Audi. Anyway, a big help from the Audi technologies. Die größte Herausforderung beim Bau solcher Autos für die Zukunft liegt darin, sie so leicht wie irgendwie möglich zu machen. Das erlaubt es einmal, die Performance noch weiter zu verbessern und dabei die Belastungen für die Umwelt zu reduzieren. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die Autos auch im Rennsport zu präsentieren, als Super Trofeo zum Beispiel. Die Autos von Lamborghini können das. Lamborghini. Der Sportwagen-Mythos aus Italien baut seit 1963 die aufregendsten Autos der Welt. Am heimatlichen Standort im norditalienischen Sant'Agata Bolognese hat Lamborghini ein eindrucksvolles Museum eingerichtet. Die für jedermann zugängliche Dauerausstellung dokumentiert umfassend die Geschichte des Fahrzeugherstellers. Dazu gehören an erster Stelle sämtliche Modelle wie Espada oder Miura. Fotodokumente illustrieren die fast 50-jährige Geschichte von Lamborghini. Vom 1916 geborenen Firmengründer Ferruccio Lamborghini über Designstudien, zeitgenössischen Werbeaufnahmen bis zur Fertigung. Der Industrielle startete 1963 die Fertigung eigener Hochleistungssportwagen, weil er mit seinem Ferrari unzufrieden war. Mit dem 350 GT begann Lambos Geschichte 1964. Sein V12 leistete 280 PS. 135 Einheiten entstanden bis 1966. Es folgte der 400 GT. Der 320 PS starke Gran Turismo entstand 273 Mal. Die Power reichte für 260 km/h Spitze. Der erste Countach fehlt ebenso wenig wie der LM002 und zahlreiche Trophäen. Lamborghini baute auch erfolgreiche Motoren für Powerboote. Die Fahrzeuge und Studien füllen ein ganzes Stockwerk. Die Formel-1-Geschichte brachte keinen Ruhm. Von 1987 bis 1939 baute Lamborghini erfolglose Zwölfzylinder für Lola, Lotus, Ligier, Minardi und Larousse.
1991 trat Lamborghini sogar mit einem eigenen Chassis als Team Modena an. Für die Formel 1 kam natürlich nur ein V12-Motor in Frage. Erfolgreicher auf den Rennpisten schlugen sich die GT-Versionen der Supersportwagen Diablo und sein Nachfolger Murciélago. Private Teams bringen Lamborghinis mit wachsendem Erfolg an den Start. Auf den Pisten dürfen sich die italienischen Boliden im GT-Sport sogar mit dem R8 von Audi messen. Die sportliche Zukunft des Aventador ist übrigens noch offen, aber ein Plätzchen im Museum schon freigehalten. Temposünden fallen in einem mehr als 300 km/h schnellen Lamborghini leicht. Um sich diesen Sündern auch erfolgreich auf die Fersen heften zu können, stellt Lamborghini der italienischen Autobahnpolizei ein Auto zur Verfügung. Der erste Polizei-Gallardo steht mit voller Ausrüstung im Museum. Die Präsentation der Exponate und Fahrzeuge ist teilweise ungewöhnlich, wenn ein Gallardo über die Wand fährt. Großen Raum nehmen auch die zahlreichen ungewöhnlichen Studien und Sondermodelle ein. Der Reventon auf Basis des Murciélago entstand 22 Mal. 20 fanden für 1,1 Millionen Euro einen Kunden. Pro Stück. Der Prototyp eines Diablos ist ebenso ein Einzelstück wie der Canto, ein Entwurf von Zagato. Der Countach ist wohl der berühmteste Lamborghini. Er war zwischen 1974 und 1990 das Aushängeschild der Marke. Das Markensymbol wird immer der spanische Kampfstier bleiben. Na, nicht mehr ganz fit in Chemie? Lamborghini gibt Nachhilfe. Sesto Elemento war Name und Programm der Studie für den Pariser Autosalon 2010. Das sechste Element im Periodensystem der Elemente heißt Kohlenstoff. Kohlefaser ist für einen Supersportwagen das gleiche wie für das Supermodell die Magersucht. Ein ultimatives diätisches Hilfsmittel, freilich frei von Risiken und Nebenwirkungen. Es leuchtet ein Lambo mit Kohlefaserkarosserie bringt das Idealgewicht für einen Leistungssportler auf die Straße. Beim Sesto Elemento zeigt die Waage genau 999 Kilo an. Techniker und Designer fanden dank des sechsten Elements zur kongenialen Zusammenarbeit. In Kohlefaser gebacken sind atemberaubende bis expressive Details keine Frage des Gewichts. Der Sesto Elemento wurde ein typischer Lambo. Kantig, eckig, extrovertiert, mit einer kleinen Prise Captain Kirk. Kohlefaser bedarf keiner Lackierung. Schwarz, matt, stark darf es sein. Keine Experimente beim Antrieb. Gallardo V10 mit 560 PS aus der Serie. Wer den Stier bei den Hörnern packen will, sieht im Innenraum rot. Sitze und Lenkrad vertragen durchaus gegerbte Tierhaut, die wenig genug wiegt, unabhängig von der Farbe. Anzeigen, zumal digital, fallen ebenfalls nicht weiter ins Gewicht. 999 Kilo bedeuten beim Sesto Elemento für den Fahrer noch lange nicht kalorienfreie Rohkost. Zu
zum guten Schluss die gute Nachricht, El Sesto Elemento wird in einer exklusiven Kleinserie entstehen.